Also der 18. März, also Wahlen der ersten frei gewählten Volkskammer, ist natürlich für die gesamtdeutsche Geschichte ein wichtiges Datum, weil in der Tradition der 1848er Revolution die Ostdeutschen gesagt haben, wir wollen unser Geschick selbst in die Hand nehmen. Das war eine Revolution zur Demokratie der Ostdeutschen, während ja die Westdeutschen ihre Demokratie als Produkt der alliierten Besetzung erobert haben, haben die Ostdeutschen tatsächlich dafür auch gekämpft, in der Tradition von Charta 77, von Solidarność, den Ungarn und vielen anderen mehr. Ich bin heute froh, dass ich diesen 18. März auch in meiner eigenen Biografie als wichtiges Datum habe und dass diese Zeit mich sehr geprägt hat.